Leute, wollen wir uns mal über die Terms of Service unterhalten von Twitch? Also bei Twitch ist es jetzt so, dass sie aktuell sich gedacht haben, wir machen mal eine Änderung in den Terms of Service. Und die Terms of Service beinhaltete Werbeclips. Also beispielsweise kennt ihr ja von mir, die sind zwar schon super alt und leider keine neueren mehr, dass wir Werbung abgespielt haben. Ne? Also so selbstgedrehte Sachen, die ein bisschen auf, in Anführungsstrichen, witzig angehaucht waren. Und Twitch hat sich jetzt dazu entschlossen, dass sie das ein bisschen überarbeiten möchten. Und so ist es zum Beispiel so, dass diese Logos, ne, die ihr jetzt da oben seht in der Ecke, dass sie noch in Ordnung sind und alles cool ist dabei. Also eingefügte Werbung, Audio-Werbung, größere Banner sind alles Formate, die sie jetzt nicht mehr haben wollen. Also sprich, ne, wie ihr jetzt hier sehen könnt, so Markenpanels und so sind in Ordnung. Dass Sachen im Hintergrund stehen, ist in Ordnung. Dass man in den Chat das reinmacht, ist in Ordnung. Dass in die Kamera halten, ist in Ordnung. Und halt gesponserte Spiele sind auch in Ordnung. Aber alles, was so zu tun hat mit, ich mache jetzt mal einen Werbeclip und lass den laufen, oder habe irgendwie audiovisuelle Werbung drin. Sowas ist jetzt alles laut Terms of Service, die sie gestern rausgebracht haben, wäre dann nicht mehr erlaubt. Das müsste man dann rausnehmen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum ist denn das jetzt so eine große Dramatik? Für mich persönlich ist es eine etwas größere Dramatik, weil mein Haupteinkommen nicht nur Twitch ist, sondern ich auch Partner habe seit vielen Jahren, beispielsweise Alternate für 6 Jahre mittlerweile und dort auch viele gemeinsame Projekte stattgefunden haben. Wir haben auch schon bei Alternate auf dem Campus beispielsweise Werbung gedreht und sie extra für den Stream produziert, damit nicht immer nur es heißt, gib mal Ausrufezeichen Alternate ein und so weiter und so fort. Und das wäre, damit würde sowas wegfallen. Und da der Share, den man bekommt von Twitch, der mittlerweile wirklich, man könnte sagen, immer geringer wird, ist das schon wieder so ein Einschnitt in die Content Creator, wo ich mir selber die Frage stelle, geht es hier eigentlich noch um die Content Creator oder möchte man einfach nur noch Profit machen? Die Frage ist halt, die bei mir dann auch auftaucht, ist das nicht wirklich kontraproduktiv, seine Creator so weit einzuschränken, dass man ihnen jegliche Grundlage ihre Existenz nimmt. Wenn wir jetzt hier mal weiterschauen in den Blog, gibt es hier Richtlinien für gesponserte Inhalte. Ne? Zu gesponserten Inhalten gehören Produktplatzierung, Unterstützung, gesponserte Spiele, bezahlte Produktunboxing, Kanalsponsorings, gesponserte Panels und Stream-Overlays. Folgendes wären keine gesponserten Inhalte. Wenn du dein Lieblingsshirt anhast, wenn du neue Ausstattung vorführst, wenn du deiner Community über dein Lieblingsrestaurant berichtest. So. Wenn du gesponserte Inhalte auf Twitch produzierst, musst du das Tool für eine Offenlegung von gesponserten Inhalten verwenden, sicherstellen, dass deine gesponserten Inhalte die Formatvoraussetzung erfüllen, sicherstellen, dass die Produkte oder Dienste, die du bewirbst, auch zulässig sind. Also das, ich verstehe Punkt 3, ne? Wenn jetzt irgendwer beispielsweise Casinos etc. pp. Bewerben möchte, kann ich das gut nachvollziehen. Alles andere ist so, wie viele Instanzen sollen wir durchlaufen, bis wir etwas publizieren dürfen? Das ist nur super, super aufwendig. Also es ist total unnötig. Ihr müsst euch vorstellen, du musst das mit dem Sponsor klären, dann musst du es aufnehmen, dann musst du es fertig schneiden, dann schickst du es hin, dann musst du es da absegnen lassen, ob das okay ist für den Sponsor, logischerweise, weil du wirbst ja für die Firma. Dann sollst du musst du vielleicht nochmal was ändern, dann rennst du zu Twitch, fragst, ob du bitte, bitte das machen darfst. Und dann darfst du das erst einfügen. Und ich finde das etwas schwierig. Also wenn Produkte beispielsweise geblacklistet sind, was völlig okay ist, ne? Sagen wir jetzt einfach mal Casino, und du eine Blacklist anfertigst, was halt nicht gehen würde oder eine allgemeine Beschreibung, könnte ich das ja nachvollziehen. Aber das macht die Sache wirklich einfach nur noch super kompliziert und super unangenehm für Content Creator. So, gucken wir mal. Beispiele dafür, wenn du das Tool gesponserte Inhalte nicht verwenden musst. Auf deiner Offline-Kanalseite gibt es Werbefläche für eine Marke oder ein Sponsoring. Du hast Merchandise oder andere Produkte in Sichtfeld deiner Kamera, wirst aber nicht dafür bezahlt, sie aktiv zu besprechen oder zu bewerben. Du oder deine Mods teilen Affiliate-Links als Antwort auf eine Frage deiner Community. Du erwähnst einen Sponsor nur nebenbei, wirbst aber nicht aktiv für das Produkt oder die Dienstleistung und wirst dafür auch nicht finanziell entlohnt. So, das Tool für die Offenlegung,
das ist hier, dass das jetzt Branded Content ist beispielsweise, ne? Was theoretisch sehr gut ist, weil in der Theorie ist ja alles, was du den ganzen Tag machst, Branded Content. Ne? Also auch bei mir, theoretisch ist das hier eine absolute Dauerwerbesendung und das kann man auch einfach sagen, weil egal, ob ich das jetzt hier in die Kamera halte, ob ich das jetzt hier in die Kamera halte, ob ich meine T-Shirts trage, es ist ja alles gebrandeter Content, so oder so. So, wenn wir das jetzt hier mal durchgucken, sobald du gesponserte Inhalte im Stream Manager auswählst, erscheint in deinem Stream sowie im Archiv automatisch der Hinweis, siehe unten. So, das heißt, das hier includes paid promotion. Und jetzt können wir halt hier uns die Bilder ansehen, ne? Was erlaubte Formate sind. Also wie gesagt, das hier oben auf der anderen Seite ist erlaubt. Das im Hintergrund ist auch erlaubt. Ne? Das, was wir gerade gesehen haben. Also große, eingefügte, eingebrannte Videoanzeigen sind nicht mehr erlaubt. Das heißt, das theoretisch, was ich selber produziere, wäre nicht erlaubt. Was die ganze Sache aber irgendwie sympathischer macht und für den Zuschauer greifbarer, weil man sieht, dass der Content Creator sich damit auseinandergesetzt hat. Das geht jetzt nicht mehr. Und ganz viele andere Dinge wie audiovisuelle, also eingebrannte Sachen gehen auch nicht. Und auch wenn hier so ein Werbebanner ausfahren würde, oben wäre das nachher am Ende auch nicht erlaubt. Aber gucken wir doch mal, was die verbotene Kategorie von gesponserten Inhalten sind. Hasserfüllte Produkte oder Dienstleistungen, wie zum Beispiel Produkte, die hasserfüllte Stereotypen fördern und beleidigende Bezeichnungen enthalten. Hurensohn-Shampoo oder was darf ich mir jetzt darunter vorstellen? Das muss Hurensohn-Shampoo sein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gut. Ne? Steht da jetzt. Illegale Produkte und Dienstleistungen, wie der Verkauf, die Werbung oder Handel mit Drogen, Schusswaffen, gefälschte Waren oder andere illegale Waren und Dienstleistungen. Vollkommen legitim, ist in Ordnung. Bestimmte Glücksspielprodukte, super fein, auch total in Ordnung. Unbefugte Weitergabe vertraulicher Daten, würde ich sagen, ist jetzt auch vollkommen fein. Betrug und böswillige Handlungen, Hacking und Phishing, inkludiert jetzt beispielsweise Hacks etc. pp. Also ich sag mal, das, was man so normalerweise auch nicht annimmt, wenn man ein bisschen Grips in der Birne hat, verstehe ich aber trotzdem, dass das da ist. Ganz klar. Außerdem erlauben wir die folgenden Produkte und Dienstleistungen nicht. Waffen, Produkte oder Dienstleistungen für spezielle Erwachsene, Tabak und tabakähnliche Produkte, bestimmte Finanzprodukte und Dienstleistungen, medizinische Einrichtungen und Produkte, politische Inhalte, Cannabisprodukte und Alkohol. Also so, ich sag mal, normal denkender Mensch würde solche Placements nicht annehmen, außer du machst jetzt Content beispielsweise für Vapen etc. pp. Das zielt auch, denke ich, eher darauf ab, was man so auf TikTok etc. pp. In anderen Social Media Sachen sieht. Und das ist eine gute Absicherung an der Stelle. So. Jetzt kommt aber wieder die Frage, warum muss das hier verboten werden? Also das hier finde ich vollkommen legitim. Das ist eine super Änderung, die finde ich sehr klasse. Weil Jugendliche und auch manche Medium-Erwachsene bis Erwachsene müssen geschützt werden, weil sie nicht so viel Medienkompetenz mit sich bringen. Wieso muss man aber das hier alles verbieten? Und hier sind wir wieder bei einem Punkt, wo ich mir sage, das haben Leute, das was hier unten aufgeführt wurde, das haben Leute schon betrieben und gemacht. In der Vergangenheit. Jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Weil die Leute das gemacht haben, müssen alle geschützt werden. Und weil alle geschützt werden müssen, müssen alle anderen den Scheiß auch machen. So, jetzt frage ich mich, bin jetzt schon 9 Jahre auf Twitch. Ich habe bis jetzt einen Copyright-Strike gekriegt. Der war vollkommen zurecht. Der ist auch schon wieder verflogen. Ich habe 9 Jahre nichts gemacht. Wieso wird mir das jetzt verboten? Warum? Warum müssen immer alle gleich bestraft werden? Diese Änderung wurde übrigens, und das ist jetzt der Witz an der ganzen Sache, diese Änderung wurde jetzt zurückgenommen. 5 Stunden später wurde das revidiert, die TOS-Änderung. Das heißt, alles, was hier steht, ist obsolet. Weil Twitch dazu nämlich ein Statement gepostet hat, und zwar gestern Abend. Und zwar kommt nämlich genau das hier. Das kam dann gestern Abend noch dazu. Today's branded content policy update was overly broad. This created confusion and frustration and we apologize for that. Also wollt ihr mir jetzt gerade erzählen, dass ihr 5 Stunden später gemerkt habt, nachdem sich jeder aufgeregt hat, dass ihr aus Versehen was falsch gepostet habt? We do not intend to limit streamers' ability to enter into direct relationships with sponsors. And we understand that this is an important part of how streamers earn revenue. Richtig, korrekt. Komma, und jetzt kommt das Komma, und das füge ich extra hinten dran. Komma, weil wir nämlich einen kleineren Share rausgeben und
nicht wollen, dass Content Creator Geld verdienen. Und das einzige Sinnvolle, was bei uns noch auf der Plattform ist, ist aktuell Twitch Prime, was ganz viele Content Creator hier hält. Denn alles andere haben wir schon auf Minimum runtergefahren. Punkt. Aber ich glaube, da waren die Zeichen nachher nicht mehr ausreichend bei Twitch, um das zu schreiben. Gut, lesen wir weiter. We wanted to clarify our existing ads policy that was intended to prohibit third-party ad networks from selling burned in video and display ads on Twitch, which is consistent with other services. Korrekt. Das ist ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Weil wir wollen ja nur alle nicht, dass irgendein Waffenhändler seine Werbung hier schiebt oder irgendein Casino. Vollkommen legitim und in Ordnung. Ist eine gute Änderung. We missed the mark with the policy language and will rewrite the guidelines to be clearer. Thank you for sharing your concerns and we appreciate the feedback. We notify the community once we have updated the language. Ich bin gespannt, was möchte man dann da jetzt noch updaten? So, jetzt wirklich, was möchte man da noch updaten? Du sollst ja auch deren Werbetools und so weiter nutzen, nicht selber was haben will, so ihre Anteile schon abgezweigt. Ja, wenn es denn wenigstens einen vernünftigen Share geben würde. Wisst ihr, passt mal auf, machen wir mal eine ganz einfache Rechnung. Content Creator sind ja nun mal, also von bis, einige, die verdienen Durchschnittsgehälter, andere Leute verdienen sehr viel, okay? Und auch hier an der Stelle mal wieder an die Durchschnittsgehälter, die wären ein wenig, naja, sagen wir es mal, die Pobacken wären etwas massiert, ja? Also wenn ich mir überlege, als Beispiel, mir wird jeden Monat angeboten, 7 Minuten in meinem Stream Werbung zu machen, die ich nicht beeinflussen kann, wann die kommt, etc. pp., sondern sie ist einfach nur penetrant da für meinen Zuschauer. Und ich sage jetzt extra meinen Zuschauer, weil wir jetzt hier von dem Stream reden, in dem du gerade zuguckst. Und dafür würde ich $300 bekommen. Im letzten Angebot, mal für euch zum Vergleich, wurden mir $220 angeboten. Jetzt, aktuell, wo ich keine Werbung schalte, verdiene ich $147. Das heißt, ich würde $70 mehr verdienen, indem ich dich da draußen als Zuschauer damit penetriere, dass du Werbung gucken musst. So. Und an diesem Punkt, ich kann verstehen, dass Twitch auch Geld verdienen möchte. Könnte ich verstehen. Und glaub mir, wenn ein Content Creator 80% oder 70% von dem Geld, was die Zuschauerschaft da reinstecken würde, dann wäre die Zuschauerschaft auch bei weitem nicht mehr so sauer, weil der Content Creator happy ist. Und genau das passiert hier nämlich gerade nicht. Weil seit vielen Jahren wird daran gearbeitet, dass Content Creator auf dieser Plattform einfach nicht mehr happy sind. Und bekanntlicherweise hört bei Geld die Freundschaft auf. Und es wird immer mehr daran gearbeitet, dass der Content Creator einfach immer mehr limitiert wird. Komischerweise an der Stelle sind wir auch an einem Punkt, wo ein bisschen Inflation herrscht und Geld ja sowieso ein bisschen an Wert, ich will nicht sagen verliert, naja, man braucht ein bisschen mehr für das Daily Life, sagen wir es mal so. Komischerweise, keiner bezieht sowas in seine Entscheidung ein. Aber Hauptsache, das Unternehmen lebt. Aber dieses Unternehmen lebt von den Menschen, die hier sind und die ihren Content createn. Und ich glaube, mit diesen ganzen Änderungen fängt auch wirklich der allerletzte an zu überlegen, zu sagen, ey, sorry, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr da drauf. Und jetzt kommt der Kicker an der ganzen Sache. Menschen wie ich, also in meiner Größe, sagen wir mal der untere Mittelstand bis Mittelstand, haben keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen. Haben sie nicht. Weil die Leute nicht in der Lage sind, von heute auf morgen auf eine andere Plattform zu gehen. Und genau für diese Leute besteht im Grunde genommen, wenn man jetzt nicht sagen würde, ey, ich hänge meine letzten 10 Jahre Karriere, wäre jetzt bei mir der Fall, ich hänge die an den Nagel, habe ich keine andere Option, als hier zu bleiben und mich diesem Much zu beugen. Und an so einem Punkt sind wir gerade. Und ich finde es sehr, sehr traurig, dass mittlerweile scheinbar, das ist eine Vermutung, dass Menschen in führenden Positionen sitzen, die so komplett out of touch sind mit den Streamern und deren Content-Creatern, dass sie sowas entscheiden. Gut. Ich bin sehr gespannt, was beim nächsten Mal dabei rauskommt. Schauen wir mal. Übrigens, aus einem Affiliate rausgehen, aktuell kostet $25, wenn man seinen Affiliate-Vertrag kündigen möchte. Cheers. Ich sag's mal so, solange man die Twitch Prime-Welle noch reiten kann, Chat, Twitch Prime ist die mehr kostenfreie Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl zu unterstützen und das sogar subventioniert von Jeff Bezos. Cheers. Auf euch.